Willkommen zur heutigen Ausgabe von unserem Newsflash mit dem Titel Eiskaffee mit dem Gaddafi. Newsflash! Also wir reden heute über unsere Möbelliste. Möbelliste ist ein Mysterium, das schon lange bei uns umgeistert. Wir haben schon ein paar Videos gemacht, die sind jetzt. Ein Telefon! Ein mega geiler alter Wecker! Viele kleine Schlüssel! Random Schanin-Zeug! Ein Joystick! Eine Tastatur. Das ist eigentlich nur am Rand, weil da hat er jedes Mal bekommen. Der Rand ist eine Minute lang. Scheiters. Ja, das ist nicht schon zu leicht. Das andere ist, es gibt News, leider keine sehr konstruktive, über unsere Sprachschulblendli. Die lieben Leute haben uns nämlich nichts zurückgeschrieben und das zweite E-Mail nicht. Und darum haben wir unsere Kontaktperson in Tokio angefleht. Genau. Dass sie doch dort einmal anrufen und das hat die Person dann auch gemacht und das hat genützt. Die haben uns dann nämlich eine E-Mail geschrieben, auf Google Englisch, ein ganz kurzes und schwer verständliches, wo drin gestanden ist, dass im Januar der Kurs zwar anfängt, aber nur für Fortgeschrittene und wir sind Anfänger. Wir sind Anfänger, vor allem ich, und der nächste Kurs war erst im April und jetzt ist das Problem, Gott hat relativ klar zu uns geredet, dass wir uns im November will. Also, dass wir und im November ist, was machen wir in einem halben Jahr zwischen November und April? Was? Ja, was sollen wir? Sollen wir mit einem Touristenvisum gehen? Also sagt ihr es uns, läutet uns an auf 040 38 99 99 99 5,3. Sandro, haben wir eine neue Nummer? Milliarden. Schon 0.000. Oh, hat sich nicht gelohnt. Hat das niemand gehört, dass ich mich nicht Also das heisst, wir sind jetzt fest am Prüfen, was wir machen sollen. Eine Option wäre, dass der Pastor von der Gemeinde in Kawasaki, den wir schon kennen, hat uns vorgeschlagen, dass wir in ein Missionary Training Center gehen in der Nähe von Mount Fuji. Ist auch ein bisschen abgelegen, also das heisst, dann wären wir nicht gerade in Tokio und vielleicht wäre es besser. Es könnte ein Vorteil sein, genau. Es könnte ein Vorteil sein, es könnte aber auch ein Nachteil sein und wir müssen uns das gut überlegen, gut prüfen und... Ja, wir sind auf Schwierig vom Herrn angewiesen, wieder einmal mehr. Wieder einmal mehr und das macht mich crazy, weil dann, wenn keine Antwort kommt, dann muss man einfach warten und man hat dann das Gefühl, es ist bald November und wir müssen es schon organisiert haben und so weiter. Manchmal ist es klar für uns, dass wir gehen, aber es kostet mehr oder es ist schwer für mich, um dann nichts zu machen und nicht einfach selber anfangen, etwas zu planen. Also liebe Leute, ihr müsst uns helfen, unsere Löbel loszugarten, also Möbel loszuwerden. Wir müssen dafür warten, bis wir mehr wissen und euch informieren, falls wir mehr wissen. Das und im Moment darf auch für uns beten, dass wir Antworten bekommen und dass wir wissen, was wir selber machen sollen. Janine trinkt einen Eiskaffee. Eiskaffee. Eiskaffee.